So, Moinsen, ich bin heute im Green Hill Bike Park. Ihr seht schon, es ist schon ein bisschen voller. Es ist gerade mal 10 Uhr, 10 Uhr macht er auf. Hab schon eine Karte, hab jetzt eine E-Biker-Karte, 15 Euro für 4 Stunden. Auffahrt weiß ich noch nicht, wo es hochgeht, aber ich werde mal schauen, dass ich das finde. Und dann wollen wir mal ein bisschen testen. Wahrscheinlich. Vielleicht geht es besser, wenn du es ein Stück weiter rüber machst. Okay. Aber im Grundsatz packt der Haken hier hinter und der ist dann so oben drüber. Wir probieren es mal mehr. Okay. Ja, klar. Also die Dinger packen hier. Ah, okay. Also im Grundsatz würde ich sagen, erwischt es nicht. Aber wenn du sicher gehen willst, ja, dann müsste ich es ein bisschen rüber. Oder nach unten wegklappen, ne? Wenn es geht oder hier nach vorne. Also normalerweise geht er eher so. Okay. Ja. Du wirst ihn nicht in dieser Position erwischen eigentlich. Ja, okay. Moin. Ich habe jetzt von ihm eine E-Bike-Karte gekauft, wo ich hochfahre. Wo fahre ich denn hoch? Wo geht's denn hoch? Am besten über den Parkplatz und dann. Über den unteren Park, ja, also über diesen unteren Parkplatz. Über den Parkplatz kommt der durch und dann haben wir eine Strecke, die geht unter den ganzen Grund, bei der Jobline. Ja. Bis zum Ende haben wir durchfahren, eine Fischstreifen vorbei, dann kommt ein Wendeplatz und da den Hohlweg hoch. Okay. Und dann kann man irgendwann links abbiegen und kommt man unter den Brücken. Ja, dann kann man hier oben die Wege entlang. Alles klar. Also, ja. Testlich. Alles klar, danke. Hat er massiv gebaut hier. Aber sehr geil hier drüber gebaut. Im Moment weiß ich noch nicht, ob der Aufstieg mit dem E-Bike unbedingt so toll ist. Hier steht nicht so viel. Und so blau. So, ich versuche mal jetzt irgendwie rauszukriegen, wie der beste Weg ist. Der gute Mann unten am Lift hat mir zwar was erklärt, aber das schien mir doch ein bisschen zu kompliziert zu sein. Hier geht so ein Feldweg hoch. Aber irgendwie so wie in Belgien, dass man mal sagt, ey, hier ist die E-Bike-Transferstrecke oder sonst was, gibt es ja leider nicht. Also der E-Bike-Aufstieg ist echt kacke. Naja, vielleicht machen sie es ja noch. Vor allen Dingen ist es nicht ausgeschildert. Daneben geht ein Weg her, aber da steht Durchgang verboten. Was für ein Piss hier. Hey, Wimmons, okay. Vielleicht kommen ja hier mal ein paar Wurzeln. Ich guck mal. Könnte ja mal sein, oder? Nö. Alles geshaped. Oh, hupsa. Warte, rot ist das? Dann machen wir rot weiter. Da haben wir noch ein bisschen verpasst jetzt. Wenn ich schon nach Wurzeln schreie, muss ich auch rot fahren. Ne? Man muss schon diese Kurven hier lieben, ne? Und dann auch ein bisschen einbremsen, weil sonst wird das nämlich nichts.
Jo. Hier sind ein paar Drops. Das war das Erste, was jetzt mal ein bisschen Spaß gemacht hat. Und die Erste, dass man hier so ein bisschen über die Wurzeln fahren. So, Jones and Pablo. So, da bin ich irgendwo. Das ist Jones and Pablo. Das ist... Ah, ich probiere erst mal hier. Ich bin immer viel zu weit unten, aber egal. Machen wir das. Ein bisschen kaputt hier, aber gut, das bleibt nicht aus. Ist alles neu. Hier wieder drüber. Kann er nicht so gehen lassen. Wow, gut. Der macht das schon mal mega Spaß. Wow, manchmal ist es doch ein bisschen merkwürdig mit den Löchern an der Seite. Die führt da ein bisschen viel Abwasser reingeführt. Mixtape. Mal schauen. Okay, der Baum wird interessant werden, ja. Raus, rein, double, okay, hier rein, kleiner Drop, okay. Oder was das auch mal sein soll, das war eigentlich nur eine Steinplatte. Ah, okay. Steinfeld. Sollte man ein bisschen schneller nehmen als ich. Der gefällt mir. Das Gap habe ich jetzt noch nicht gefunden. Muss ich aber auch nicht. Nein, kommt noch. Wahrscheinlich. Ah, okay. Ich gehe davon aus, dass hier das Gap ist. Ich will heute eigentlich nicht dreckig machen. Okay, leichter Drop. Ich habe immer nur das Gap im Kopf, weil ich nicht weiß, wo das ist. Ah, wieder die Steinplatte vergessen. Okay, kann man springen, ja. Bisschen schneller vielleicht. Dankeschön. Jo. Oh, das sollte man wissen. Ah, okay. Hier ist ein Drop. Oh, ein Schisser sein.
sondern auch runter. Ich glaube, da hier diese vier Reibrücken. Ja, das kann sein. Genau. Aber ich glaube, bei dieser sind wir nicht über. Hier kam keine Böden. Die linke kannst du nämlich nicht umfahren, so wie das aussah. Da war kein Weg dran vorbei. Ja, ich glaube, hier kam das, glaube ich, nicht. Okay. Der war aber plötzlich da. Du kannst mir doch erzählen, was du willst. Ich muss doch gar nicht runterfahren, oder? Ich kann doch hier bitte schon runterfahren. Das ist aber alles okay. Erstmal angucken, ja? Okay, ist nicht mein Ding. Ganz coole Streckenführung hier. Also das ist schon kurios. Cool gebaut von der Variantenvielfalt. Ein bisschen Spaß gemacht hier. Oh, der war sogar gut. Das heißt gut, na, für meine Verhältnisse gut. Okay, hier ist schon mal. Ah, okay. Ah, okay. Hier sind einige Doubles. Okay. Die man nehmen kann. Jo, man kann sie auch abrollen, wenn man das will, so wie ich. Der ist relativ weit. Alter. Hier kommt jetzt eine Gap-Warnung. Das ist schon mal nicht mein Part hier. Okay. Umfahrung fehlt natürlich. Ach so, okay. Ein Road Gap. So, kommst du raus und da war, glaube ich, ein Adrople. Ja. Und dann kommt schon wieder ein Double. Okay. Ralle, das ist was für dich hier. Essen gibt es hier natürlich auch. Schnitzel. Pommes. Auch was für die, die ein bisschen gesünder leben wollen. Keine Fleischwurst essen wollen. So. Meine 3,5 Stunden im Bikepark Green Hill sind um. Jetzt könnte man ja sagen, dass das Beste am Bikepark hier ist. Aber das stimmt keinesfalls. Der Bikepark ist echt cool. Hab natürlich jetzt in 3,5 Stunden nicht viel geschafft. Hab vor allen Dingen die unteren Trails gefahren. Was mir halt nicht so gefällt, aber das ist mein persönliches Ding, ist, dass alles geshaped ist. Also hier gibt es nicht so wie in Winterberg ein paar Naturtrails oder so. Auf jeden Fall nicht das, was ich jetzt gefahren habe. Vielleicht gibt es das noch im oberen Teil. Im unteren Teil aber nicht. Und von daher ist das nicht unbedingt so mein Ding hier. Aber es ist gut besucht, also das muss man echt sagen. Zweiter Freitag, ich habe gerade mit einer Bedienung gesprochen. Hier, das muss man übrigens auch sagen, alle Leute, die hier arbeiten, sind super, super nett.
und hilfsbereit und zeigen dir, sprechen mit dir und fragen, wie es war. Also echt super. Das ist schon echt eine krasse Nummer hier, von den Strecken her. Immer wieder andere Linienwahl kannst du machen und findest dich plötzlich auf irgendwas wieder, wo du schon mal warst, obwohl du da gar nicht hin wolltest. Was ein bisschen kritisch ist, sage ich mal, sind die Abflussrohre, die Löcher. Die sind recht tief und nicht einzusehen, wenn du den Step oder ähnliches kommst. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich denke mir, die Linienwahl, die sieht man irgendwann, wenn das mal eingebremst ist. Und schmierig war es heute, weil es hat ziemlich geregnet gestern, hat die Bedienung gesagt. Und in einigen Kurven, da konnte ich gut reinbremsen mit dem Hinterrad. Ja, es war schon schmierig. Ansonsten ein bisschen wenig Natur belassen. Also keine Wurzeln oder wenig Wurzeln. Und wenn, dann liegen sie immer in der Kurve. Ein paar Steindrops, gemauerte Steindrops. Aber das, was ich jetzt hatte, nichts Natürliches. Und ich bin ja nicht so derjenige, der hier die Anlieger fährt und ähnliches. Aber dafür ist es halt auch ein Bikepark. Und von daher Daumen hoch, auf jeden Fall. Meine persönliche Wahl wäre es wahrscheinlich eher, wenn ich mit 2, 3, 4 Lappen hier bin. Aber hat schon Spaß gemacht. 3,5 Stunden Spaß haben für den Urlaubstag ist ja auch was. So. Und jetzt gehe ich wieder zu meinem Weizenbier zurück. Bis deine Ende.